Lisa möchte wissen, Lexa, glaubst du, es kommt noch zum Straßenkampf zwischen Uschis Muschis und den dritten Titten? Ich sag mal so, der Krieg ist bereits ausgebrochen. Auf dem Schulhof gibt es ganz klare Bezirke. Letztens, wen sehe ich? Uschis Muschis in unserem Revier. Gummitwist spielen. Die spielen Gummitwist. Das ist eine Kriegserklärung. Sophia möchte wissen, Sandra, glaubst du, du wirst jemals deinen Grundschulabschluss schaffen? Weißt du, Sophia, ein bekannter Philosoph hat mal gesagt, an alle, die wissen, wie der Hase läuft, sie liegen falsch, der Hase hoppelt. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Alexander möchte wissen, Ronny, wieso wurdest du eigentlich nach Wesselburen versetzt? Das ist ja so, dass ich damals in Leipzig gearbeitet habe und da habe ich an einem ganz besonderen Fall gearbeitet. Eine gewisse Katja K. habe ich da untersucht und bei der Routinekontrolle bin ich aus Versehen ausgerutscht und in sie eingedrungen. Das kann ja mal passieren. Also, meine Kollegen waren da etwas sauer, haben mich dann nach Wesselburen versetzt. Aber meine Güte, kann nicht ein normaler Mann nicht aus Versehen mal ausrutschen und in eine attraktive Frau eindringen? Charlene möchte wissen, Lexa, wie geht es dir gerade? Super gut, weil gerade sind Osterferien. Da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht zur Schule gehe. Niki möchte wissen, Sandra, wann zeigst du uns endlich Sascha? Niemals. Sascha werde ich euch niemals zeigen. Warum? Ich sag dir warum. Weil die ganzen Weiber da draußen, die jetzt ihr Handy in der Hand halten und das Video gucken, ihn nur noch wegschnappen wollen. Ja, du. Besonders du. Du bist doch nur geil darauf, Sascha. So, ich warne dich, wenn du Wasser Sascha wegsnappst, dann werde ich ganz persönlich deine Eierstöcke. Maja möchte wissen, Ronny, hast du eigentlich Familie? Oh, ich habe eine ganz große Familie. Ich habe meinen Bruder Donny aus Bayern, dann meine Schwester Conny und mein Cousin Lenny, dann mein Halbneffe Tommy und meine Oma Sunny und mein Vater Klaus. Aber ich glaube, der gehört nicht zur Familie. Emma möchte wissen, Sandra, was war der schönste Tag in deinem Leben? Der 23.01.2013. Da habe ich Sascha nämlich geküsst. Gut, nicht ganz freiwillig, weil die Tabletten, die haben nur 5 Minuten gewirkt. Ich musste mich also beeilen, aber hey, läuft! Panda XX möchte wissen, Ronny, wieso hast du Lexa eigentlich noch nicht ins Gefängnis gesteckt? Das ist eine gute Frage. Da kannst du mal meinen Vorgesetzten fragen. Oder meinen Kollegen. Ich habe sie schon so oft erwischt beim Rauchen. So oft habe ich sie erwischt beim Rauchen, habe ich sie erwischt da. Und nie ist was passiert. Irgendwann werde ich sie kriegen. Irgendwann werde ich sie kriegen und dann wird sie blöd. Dann wird sie blöd. Und ich krieg kein Söster! Johanna möchte wissen, gibt es ein Aufnahmeritual, wenn man bei den dritten Titten dabei sein möchte? Da gibt's eine ganz schwierige Mutprobe, die jeder bestehen muss, ja? Eine Woche lang pünktlich zur Schule kommen und nicht vor der 4. Stunde gehen. Schafft fast keiner. Julia möchte wissen, Sandra, hast du eigentlich nur 5 und 6 im Zeugnis? Nein, ich habe nicht nur 5 und 6 im Zeugnis, denn ich habe es geschafft. Ich darf es freudig verkünden, ich habe eine 4 geschafft. Und in was? In Schrift. Christian möchte wissen, Ronny, wie viele Drogenmissbrauchsfälle hast du eigentlich schon erfolgreich gelöst? Boah, das kann ich gar nicht aufzählen. Das sind ja, also angefangen von, der Fall mit dem Kind und das mit dem Schaf. Da, oh. Nächste Frage. Mohammed möchte wissen, Lexa, wieso stehst du so auf südländische Typen? Weil sie eine Ehre haben. Verstehst du? Guck dir mal den Deutschen an. Laufen rum wie eine Kartoffel, sehen aus wie eine Kartoffel. Wenn die auf Toilette sind, kommt wahrscheinlich noch Kartoffelbrei raus. Bei den Südländern? Tzatziki! Die scheißen Tzatziki! Verstehst du? Da ist Feuer drin! Der Mutter möchte wissen, Sandra, wie ist deine Meinung zum Wirtschaftsdefizit der zentralafrikanischen Staaten gegenüber der durch eine Zentralregierung geführten Großnation in Ostasien? Ja, aber Halbfettmargarine ist gesünder. Felix möchte wissen, Ronny, was war deine größte berufliche Niederlage? Meine größte berufliche... Ich hatte eigentlich keine richtige berufliche Niederlage, Felix. Ich bin geschickt wie die Eule und schlau wie der Fuchs. Gut, das Krankenhaus habe ich aus Versehen in die Luft gesprengt, ja. Aber das muss mir ja jemand sagen, dass für Schmerztabletten Marihuana legal ist. Muss mir doch jemand sagen! Theo möchte wissen, Lexa, wann hast du deine Jungfräulichkeit verloren? Das weiß ich noch genau. Das war auf einer Party. Ich war völlig besoffen. 4 Wochen während Bull Intus. Dann kommt Mermut an. Hinterm DJ-Pult haben wir es getrieben. Das war noch Zeiten. Weißt du, mit 12 hat man einfach die besten Partys. Flo möchte wissen, Ronny, kannst du uns etwas zu deinem aktuellen Drogenfall sagen? Eigentlich darf ich ja nicht über aktuelle Fälle reden, aber wir sind ja unter uns. Da ist ein junges Mädchen nach Wesselburen gerade gezogen. Die wohnt in einem Karton. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Wenn ihr vielleicht ein paar Informationen habt über diese Göre, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Hat so rote Haare. Zusammen können wir mit Wesselburen wieder drücken. Weiter. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe eine kleine Überraschung vor. Ich habe es eigentlich schon am Mittwoch gesagt. Morgen, am 1. April, kommt ein Extra-Video. Morgen um 14 Uhr. Gerne einschalten. Es gibt ein Extra-Video auf einem Sonntag. Etwas außergewöhnlich, aber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr reinschaltet. Ansonsten nächsten Mittwoch ein neues Video mit der Talkshow. Bis dann, alles Gute und tschüss.